Der Inhalt dieses Vortrags dient ausschließlich der Information und Unterhaltung des Zuschauers und stellt keine Anlageberatung und keine Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar. Herzlich willkommen, mein Name ist Alexander Weibrecht von Kryptomagazin. In diesem Video möchte ich dir eine Frage beantworten, die sich bei vielen Leuten immer wieder so stellt, dass sie sagen, naja, worin liegt eigentlich der innere Wert einer Währung? Bei Bitcoin ist es ja eine große umstrittene Sache, wo da jetzt eigentlich der Wert entstehen soll. Viele behaupten im Mining, also das heißt in der Rechenleistung, das heißt in der Hardware oder sogar im Stromverbrauch, den die Mining-Geräte verbrauchen. Das heißt im Konsensverfahren, das sie brauchen, um sozusagen hier eine Art Kassenbuch Konsens zu erschaffen. Da geht es darum, dass viele sagen, der Stromverbrauch, der damit zusammenhängt, der ist der innere Wert des Bitcoin. Und wie gesagt, manche sagen, das ist die Hardware. Jetzt ist aber die Frage, und das stellen sich natürlich auch viele andere, immer so, ja, aber dann ist dann der US-Dollar auch nichts wert oder der Euro, weil das ist ja alles nur bunt bedrucktes Papier. Und scherzhalber sage ich das auch manchmal und sage, naja, ich tausche halt Bitcoin gegen bunt bedrucktes Papier, aber in Wahrheit ist es so einfach nicht. Und ich habe mal eine Liste zusammengestellt, die den Wert des US-Dollars in erster Linie mal widerspiegelt, und dann erkläre ich kurz, was es mit dieser Liste auf sich hat. Ich kann dazu sagen, die Liste habe ich von Statista. Das heißt, ich lese mal vor, und ich denke, während ich es vorlese, wird euch klar werden, was ich meine, wenn ich sage, das repräsentiert vor allem den Wert des US-Dollars. Und zwar 1,281 Millionen aktive Soldaten, 860.000 Reservisten, 6.287 Panzer, gepanzerte Kampffahrzeuge 39.223, Artilleriesysteme 1.856, Raketenwerfer 1.056, Jagdflugzeuge 2.362, Kampfflugzeuge 2.831, Transportflugzeuge 1.153, und Kampfhubschrauber 971 und Helikopter 5760. Nicht zuletzt über 1000 nukleare Sprengköpfe und auch verfügbare Wasserstoffbomben. Das ist sozusagen, das muss man sagen, das ist der Wert, mit dem der US-Dollar in erster Linie gebackt ist, nämlich mit dem Militär, einem der stärksten und größten Militärs der Welt. Und jetzt könnte man sagen, ja, aber da ist es ja nicht der einzige Wert, sondern es geht ja um den Wert, den die USA als solches hat, Immobilien und so weiter. Nein, es geht darum, dass eine Währung ist ein Substitut, ist ein Tauschmittel, bei der sich eine Gemeinschaft, eine Gesellschaft auf einen Tauschwert einigt, und der pendelt sich über Angebot und Nachfrage ein im Verhältnis zu den verfügbaren Gütern und Ressourcen. Okay? Und das ist eben das, was man verstehen muss. Die Frage ist immer, was passiert, wenn innerhalb eines solchen Systems ein Tausch nicht rechtskräftig ist oder wenn ein Tausch angefochten wird, dann kann man mit der Legislative, über die Exekutive später, man kann vor Gericht gehen, man kann ein Tauschgeschäft quasi in Frage stellen. Und das ist das, was eine Währung quasi durch die Regierung backt, nämlich, dass wir eine Exekutive haben, in erster Linie und auf nationaler Ebene natürlich durch die Polizei und die Rechtsprechung und die Richter, auf internationaler Ebene ganz einfach durchs Militär. Ja, wenn ein anderes Land den US-Dollar quasi nicht annimmt, ja, das, dann sozusagen ist es an die, dann, oder wenn da Rechtsgeschäfte sozusagen nicht im Interesse der USA laufen, dann ist natürlich die Sache, dann tritt die Exekutive der USA in Kraft, das ist das Militär. Ja, oder Handelsembargos, die natürlich infolgedessen natürlich auch, wenn sie irgendwann wirkungslos bleiben, auch irgendwo auf eine gewisse Art und Weise militärisch beantwortet werden. Und das ist das, was man verstehen muss, wenn man darüber diskutiert, worin liegt der innere Wert. Und wenn wir jetzt dann den Bitcoin sehen, dann kann man sagen, der Bitcoin hat eine solche institutionelle Macht durch Militär nicht. Und das ist auch was Gutes und ist auch was Schönes, weil wir im Bitcoin eben nicht sagen, das Ding ist gebackt oder ist nicht quasi durchsetzbar durch irgendwie Militär, sondern es ist auch gar nicht notwendig, weil es ist ganz einfach so, dass ein Private Key, den ihr habt, eure private Signatur, die einzige Möglichkeit ist, Transaktionen durchzuführen. Es kann kein Staat und keine Regierung das machen, wenn er kein Private Key hat. Und damit sozusagen ist es ein wirklich
wirklich autonomes System, frei von eben militärischen Mächten. Natürlich könnte man einzelne Personen irgendwie gefangen nehmen, Beugehaft und so weiter, aber das ist etwas, was nicht das gesamte System zum Einsturz bringt, sondern maximal eine einzelne Person innerhalb des Systems. Und jetzt könnte man wieder sagen, man könnte viele Menschen natürlich angehen. Das stimmt, aber Menschen können auch in andere Länder gehen, Menschen können auch einfach Daten bis zum Tod nicht ausgeben. Das heißt, entscheidend ist, diese Information ist der Schlüssel. Information ist der neue Wert. Ja, das ist das, worum es geht. Wir leben quasi heute nicht mehr in einem klassischen Kriegszeitalter, sondern in einem Informationszeitalter. Das heißt, der Wert, mit dem quasi der Bitcoin gebackt ist und die neue Gesellschaftsform, auf die wir zusteuern in den nächsten Jahrhunderten, Jahrtausende, ist eine auf Informationen basierte Struktur. Informationen sieht man jetzt schon bei Facebook, Google und so weiter, sind das neue Gold, ist Information über den Verbraucher, über den Konsumenten, natürlich auch aus Sicherheitsapparat-Sicht, ja, Überwachungsstaat und so weiter, Information über seine Bürger, über deren Verhalten, über deren Denkweise, was kauft ein Bürger, was denkt er, wohin orientiert er sich politisch. Das sind alles Dinge, die im Überwachungsstaat, der natürlich immer mehr kommt, dadurch, dass wir immer mehr Menschen werden und wir quasi immer mehr auch merken, dass durch solche Krisen wie jetzt auch sehr schnell, sehr, sehr viel Kontrolle eingefordert wird durch die Staaten. Und da ist eben das Thema Information sehr, sehr wertvoll. Und der Bitcoin ist sozusagen eine Bastion gegen dieses System, in dem wir unser eigenes kleines System haben, in dem wir unser Value schützen können. Okay, das ist erstmal als grundlegender Gedanke vielleicht interessant für dich zu wissen. Und zum anderen müsst ihr immer verstehen, der Bitcoin löst sozusagen auch nicht das Problem unserer dieser sozialen Schere. Das ist auch ganz wichtig, dass ich das mal klarstelle. Viele sagen ja, also gerade so ein bisschen arge Bitcoin-Maximalisten sagen, ja, Bitcoin löst das ganze Problem der Banken, dass uns die Banken beschert haben. Dieses überzogene System von Krediten und von Verschuldung und von Gelddrucken. Stimmt, der Bitcoin kann auf eine gewisse Art und Weise dieses System unter Druck setzen, sich an eigene Regularien zu halten, aber der Bitcoin löst das Problem von sozialer Ungerechtigkeit nicht. Das liegt schon allein daran, weil eben Menschen, die heute viel Geld haben, sich auch viele Bitcoin kaufen können. Das muss man natürlich auch sehen. Wir sehen es jetzt schon an den Wahlen. Das heißt, also an Whales sozusagen, die viel Bitcoin jetzt kaufen und sehr viel Kontrolle über den Markt ausüben. Das heißt, ihr müsst euch auch immer klar werden, Bitcoin ist nicht die Lösung für alle sozialen Probleme. Nein, Bitcoin wird wahrscheinlich nur, sollte Bitcoin mal in der breiten Masse Gesellschaft als Zahlungsmittel integriert sein, was vielleicht sogar mal kommt mit entsprechenden technologischen Updates, dann ist sozusagen Bitcoin nur etwas, das durch seine Begrenztheit einfach sehr viel schneller Ungerechtigkeit aufzeigt und sehr viel schneller uns zum Handeln animiert. Und das ist so eine Art Katalysator für gesellschaftliche Problemstellungen. Und so kann man das eigentlich sehen. Bitcoin ist, wie gesagt, nicht die Lösung. Bitcoin ist eher das Brennglas der Gesellschaft, das quasi dann uns aufzeigt, okay, dieser messbare Wert, den können wir, da unterscheiden wir uns dann so in der Menge der Bitcoin, die wir haben. Wir haben keine einzelnen Institutionen mehr, die quasi einfach nur Geld drucken müssen und es ausgeben können. Und wir sehen aber auf der anderen Seite, und das ist auch wichtig an dieser Stelle noch zu sagen, vieles von dem, was wir heute als Gesellschaft im Luxus und auch im Wohlstand haben, verdanken wir natürlich auch dem Kreditwesen. Viele Menschen leben über ihre Verhältnisse und deren Maßstab an Glück und Zufriedenheit hängt dann so ein bisschen auch an diesen überzogenen Verhältnissen, in denen sie sich quasi gesettelt haben. Und worum es eigentlich geht auch, das merke ich immer mehr auch als Unternehmer und als privater Mensch, ich merke, dass es wichtig ist, dass man sich wieder auf die Dinge besinnt, die wirklich essentiell sind, die für einen wirklich selber wichtig sind. Und das ist zum Beispiel Gesundheit, Familie, Freundschaft, alles Dinge, auch mal Zeit für sich, alles Dinge, die in der Corona-Zeit irgendwo einem nochmal klar wurden, dass das einfach ganz, ganz wichtige Werte sind, wenn wir jetzt nämlich schon von Werten sprechen. Und wir in unserer Konsumgesellschaft ein Stück weit immer mehr getrieben waren, ich hoffe, dass wir es nicht noch länger sind, von eben so Dingen wie das neue iPhone zu besitzen oder das neueste Auto zu haben oder sonst was, dass man irgendwann sich klar macht, dass es wichtigere Dinge im Leben gibt und dass dieses System, dieses kapitalistische System, in dem wir uns als Gesellschaft reinentwickelt haben, dass das sozusagen nicht die Lösung auf unsere Probleme sind und auch nicht der Weg zum Glück, sondern dass das einfach nur eine Art Ablenkung ist, die uns eigentlich davon abhält, frei zu denken und uns auch unabhängig davon zu machen. Und bitte
Bitcoin ist ein Teil dieser Bewegung, ja, vom Freimachen. Und leider integrieren wir immer mehr auch in das Thema Bitcoin, das Thema Kredite und so weiter. Das heißt, da beginnt auch schon wieder das gleiche Konzept von Unfreiheit. Und es soll ja darum gehen, frei zu sein von Dritten. Und deshalb macht euch mal Gedanken über die ganzen Worte, die ich jetzt verloren habe in diesem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war ein kleiner Denkanstoß zum Thema, worin liegt eigentlich der Wert von Bitcoin und in dem inneren Wert des US-Dollar oder dem Euro. Und da macht euch mal Gedanken. Ich freue mich über eure Meinung. Schreibt die gerne unter das Video und lasst gerne einen Daumen hoch da. Und wenn du den Kanal noch nicht kennst, und den Kanal noch nicht abonniert hast, dann freue ich mich natürlich auch über ein Abo und die Glocke natürlich mit abonnieren. Vielen Dank und schönen Tag euch noch. Bis dann, euer Alex.